herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum vierten Part von New Super Mario Bros. U. Und das bedeutet, wir sind beim Eichenhain Castle Lammys Pendelfestung. Und was uns da erwarten wird, das sehen wir jetzt. Oh mein Gott, ich bin mega... Oh mein Gott. Oh Gott, also es kommt schon mal mega geil. Da kommt diese High Definition richtig geil rüber hier gerade. Alter Verwalter. Aber es sieht mir auch nach einem mega schweren Castle aus. Na gut, es ist das erste. Sollte eigentlich nicht allzu hart werden. Aber sowas lässt sich ja leicht sagen. So, hier rüber. Okay, das haben wir gekriegt. Dann kann ich das sogar so stehen lassen. So, aha. Wir dürfen also mit dem Flughörnchenanzug weitermachen. Vielen vielleicht noch ein Begriff aus Mario Bros. 3. Und jetzt wird es gefährlich. Wir müssen hier irgendwie rüberschweben, ohne dass wir drauf gehen. Was irgendwie auch nicht ganz so einfach ist. Okay, wir haben schon mal die Hälfte. Hier ist Nummer 2. Auch hier würden wir ohne Item nicht rankommen. So, dafür kriege ich euch direkt mal einen Applaus, weil es so episch war. Und jetzt hat die roten Münzen. Oh oh. Oh oh, die lassen mich jetzt natürlich leicht nervös werden. Aber ich würde sagen... Okay, jetzt habe ich es mir verkackt am Ende, aber... Das hat sogar noch ganz gut funktioniert. Pass mal auf, habe ich da oben eigentlich gerade was gesehen? Nein, okay, war nur eine optische Täuschung. Fraglich jetzt, ob ich noch an die dritte Starcoin rankomme. Wenn ich nicht... Oh mein Gott. Ich kann mir vorstellen, was die von mir hier wollen. Oh, das hat sogar funktioniert. Und jetzt bitte sag mir, dass ich da mit einem normalen... Nein, ich komme nicht. Oder doch? Da könnte ich auch so hinkommen. Sieht aber mega schwer aus. Na, vielen Dank. Aber ich probiere es natürlich. Ich nehme mir die Herausforderung an. Und ich würde sagen, die habe ich top gemeistert. Alle drei Starcoins. Jetzt müssen wir nur noch hier lebend raus. Und vor allem natürlich noch Lammy besiegen. Oh, da ist die Boss-Tür. Also, wie gesagt, fürs erste Castle nicht so schwer. Aber was kann der Boss? Was kann er und was wird er mit uns anstellen? Ah, da ist das Flugschiff. Oh, sieht sehr geil aus. Sehr geil gemacht. Und der Weg zum Bosskampf. Wir schießen uns jetzt nämlich auf das Schiff. Wir müssen das Schiff entern. Und da ist er. Er kann es gar nicht glauben, dass wir hier sind. Und er wirft Bomben. Muss ich die zurückschleudern? Oder wie läuft das? Einfach auf ihn draufspringen? Ich hätte jetzt nämlich noch vermutet, man könnte die eventuell noch irgendwie wegwerfen. Aber nein, wir springen einfach auf ihn drauf. Ach du Scheiße, da kommt so eine Phase hier, in dem er versucht, uns mit seinem Panzer zu treffen. Nicht sonderlich schlimm. Ja, Lammy, Merse wollen nicht drauf. Oh oh. Ja, ich muss aufpassen, er wechselt immer dann ganz schnell. Oh, das war riskant, da unten durchzugehen. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach so. Ha, Instant-Treffer. Dann brauchen wir nicht so lange rummachen hier. Und weißt du was? Bevor du die ganz große wirfst, bist du schon im Arsch. Aber habt ihr gesehen, was für eine Riesenbombe er in der Hand hatte? Das wäre richtig gefährlich geworden, wenn ich da nicht gleich drauf gesprungen wäre. So, mach es platt, Mario. Yay. Jawohl, damit haben wir es geschafft. Die Flagge ist mal wieder gehisst. Wir speichern. Dankeschön. Und jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Und das wäre eigentlich hier nochmal die letzte Coin holen. Dummerweise ist Baby Yoshi nicht da. Und jetzt muss ich was ausprobieren. Ich lasse euch da einfach mal... Ah, guck mal, wir kriegen hier nochmal so ein Hörnchen-Item. Und zwar lasse ich euch daran jetzt einfach mal teilhaben. Für die Leute, die es natürlich interessiert,
Wir machen nämlich noch mal ganz kurz dieses Level. Und zwar as fast as possible. Ich will jetzt hier nichts erreichen, ich will das einfach nur durchmachen. Weil ich halt nämlich die Theorie habe, dass nach dem Level, also nachdem ich eins erfolgreich geschafft habe, jetzt nicht unbedingt Boss-Level, sondern halt eben eher normales, dass ich da, also dass danach halt quasi wieder Baby Yoshi kommt. Und ich will herausfinden, ob das wirklich so ist. Deswegen sprinte ich jetzt hier auch durch. Ich habe jetzt hier nichts vor zu erreichen oder so. Ganz im Gegenteil. So schnell wie nur irgendwie möglich. So. Das würde ich sagen, ging wirklich fix. 525.000 Punkte. Und jetzt bin ich gespannt. Kommt er jetzt wieder? Nee, sieht nicht so aus. Okay, er ist nicht da. Das bedeutet, er kommt halt random. Das ist äußerst schade. Das heißt, wir können aber auch einfach weitermachen und in Welt 2 gehen. In die Sandkuchenwüste. Ich werde immer mal... Aha, da ist er ja schon wieder. Der Bam Bam, Bum Bum, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Das ist die komplette Wüste. Und nachdem wir jetzt gerade ein bisschen gemerkt haben, dass das Bildübergang nicht so sonderlich flüssig war, werde ich jetzt mal ganz kurz die Frame-Einbrüche regeln. Moment. So, jetzt sollte das wieder laufen. Und die Sandwüstenmusik ist ja schon mal sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal noch eine Welt an. Und das wäre... Ja, Sandkuchenwüste Nummer 1, Tal der Gesichtsfelsen. Das klingt ja auch gefährlich, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Ach, jetzt wird wieder mit den Dingern da gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass wir da drüben noch schon mal was haben. Warum sollten hier ganz am Anfang Palmen sein, auf die man rauf kann, hä? Und was haben wir hier? Nur 2 Münzen. No way, oder? Ja, das war doch wohl klar. Und ich würde sagen, den nehme ich mal viel lieber mit als den Feuer-Mario, weil mit dem fühle ich mich deutlich sicherer. Und kommt vielleicht auch an Items, an die ich sonst nicht kommen würde. Ah, wir können uns so cool festhalten an der Wand. So, wie komme ich jetzt da dran? Gar nicht mehr. Hatte ich da jetzt wirklich nur einen Versuch? Boah, das wäre ja ganz schön bitter. Boah, da hatte ich jetzt wirklich nur einen Versuch? Warte mal. Ach so, ich kann dich gar nicht so nach oben schleudern. Das war auch ganz schön knapp. Warte mal, du vielleicht. Du kannst mir vielleicht helfen. Weil ich muss doch da jetzt nochmal irgendwie rankommen können. Du kannst mir nicht sagen, dass ich da jetzt nur einen Versuch hatte für. Das Problem ist halt auch, dass ich nicht weiß, was es auslöst. Und deswegen stehen wir ja relativ dumm dann da. Flieg du mal mit. Scheiße, hätte ich es jetzt erwischt, das wäre geil gewesen. Aber leider nicht. Was bringt mir, wenn ich darüber fliege? Rein gar nichts. Ah, verdammt nochmal. Dann kann ich nur hoffen, dass es kein Auslöser war für die... Ach, scheiße. Und auch hier, du hast nur einen verdammten... Sprungzeit. Okay, war die erste Starcoin, immerhin. Also das sind echt so Lifetime-Chancen. Wie überlebe ich jetzt das? Ich glaube, aha, da brauche ich jetzt am besten dich da oben. Scheiße. Knappe Geschichte. Ja, blöd gelaufen. One-up, aber...
Okay, dann lasse ich jetzt das mal hier einfach. Mal aktiviere ich das mal. Wow, 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 wow. Ich dachte schon jetzt irgendwie, das geht ganz runter und ich sterbe dann dabei. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit. Warum gibt es die ganze Zeit die Feuerblume? Ich habe das Gefühl, das ist das Item, was mir hier am wenigsten nützt. Oh, 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 oh. Scheiße. Ah, ich dachte, ich könnte mich noch irgendwie retten, aber in dem Fall hat das nicht funktioniert. Gibt jetzt Schlimmeres. Ich habe jetzt ja, eben den Mittelteil schon geschafft. Von daher kann ich jetzt mit diesem Tod recht gut leben. So, jetzt wäre ich wieder fast abgestürzt, aber sehr gut gerettet. So, jetzt komm rauf und hoch. So, ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt ran? Doch niemals im normalen Sprung, niemals. Ach, da brauche ich ja, natürlich, da muss ich wieder fliegen können. Scheiße. Tja, das ist das Problem. Und hier musst du genau timen. Genau, wenn es hochgeht, musst du drauf. Oh, das ist schwierig. Und es war noch nicht einmal... Ja, die war garantiert da oben. Das heißt, ich könnte jetzt mal Folgendes machen. Und zwar gehe ich ins Inventar und wähle den hier aus. So, jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass wir den nicht gleich vergeigen. Weil jetzt können wir nämlich jederzeit... Ach, damit hätte ich auch diesen P-Switch aktivieren können. Ja, na klar. Ja, na klar. Was überlege ich da eigentlich lange rum? Liegt doch auf der Hand. Okay, jetzt muss ich das nur noch gescheit treffen. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Okay, der springt dann immer etwas nach links. Also muss ich mich ungefähr hier hinstellen. Dummerweise hat mir das jetzt nichts gebracht. Was mich zu der Theorie bringt, dass ich da vielleicht am Ende nur rauskomme, aber rein geht's ganz woanders hin. Nämlich da oben. Das heißt, ich muss jetzt mal Folgendes machen. Ja, da geht's rein. Alles klar. Und hier ist auch tatsächlich die Coin... Boah, jetzt hätte ich, glaube ich, fast Bullshit gebaut, oder? Ich komme noch nicht so ganz damit klar, dass man sich da hinstellen kann. So, jetzt keinen Scheiß bauen. Aber was bringt mir das, wenn ich da nicht davon wegspringen kann? Ach egal, ich hole mir das jetzt einfach so. Ist doch ganz einfach eigentlich. Sehr gut. So, das wäre jetzt Nummer 2. Gleich mal da drauf landen. Und das hätte jetzt natürlich nicht passieren dürfen. Scheiße. Aber jetzt muss ich hier wieder Glück haben. Oh mein Gott, 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 yes! Boah, war das jetzt... Also, puh, da hatte ich viel Glück, das gebe ich gerne zu. Aber das war eigentlich eine ganz geile Aktion. So, oh mein Gott, jetzt darf man hier auch keinen Scheiß bauen. Komm schon, sieht gut aus. So, die gehen garantiert runter. Oh, what the fuck! Aber wir haben es geschafft, yes! Woo. Oh yeah! Das war Mario Wolf Time! Das ging ja nochmal richtig gut, war aber knapp, das muss ich schon auch sagen. Sehr geil, das ganze Eis, ich glaube, es soll Eis darstellen. So umgedrehten Eiswaffeln da in der Sandkuchenwüste. Was bist denn du? Was war denn das? Oh nein, wie schrecklich. So ein Typ hat mein Zeug gemopst und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen.
Aha. Und er verschwindet jetzt einfach in der ersten Welt? Was ist denn das für ein Spacko? Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs. Und ich werde es nie wiedersehen. Ich verstehe nicht, warum du noch hier rumstehst. Er ist in Richtung Eisenhain gelaufen. Eichenhain gelaufen. Geflohen. Ja, lauf halt dann. Oh, fast hätte ich es vergessen. Du kannst, wenn du es echt mal eilig hast, in diese Röhren springen. Die war vorher noch nicht da, ne? Jo, genau. Ciao, Todd. Okay, das probieren wir aber auch aus. Wir wollen nämlich nach Eichenhain. Abschluss. Mal sehen, wo genau wir da landen. Ich glaube, da wäre zu Fuß... Ja gut, ganz am Anfang. Also irgendwie müssen wir hier diesen komischen Spacko erwischen. Der hat nämlich das super-duper Lieblingszeugs vom Toad geklaut. Und so geht keiner mit meinem Pilzkopf um. Also wir werden uns rächen, wir werden ihn verprügeln. Und wie wir das machen, sehen wir im nächsten Part von New Super Mario Bros. U.